Entschuldigung Leute, ich hatte das Mikro aus, ja, auch in der letzten Folge. Ja, sorry, wenn da kein Kommentar zu hören war. Ja, ich habe ja in der letzten Folge noch etwas rumgebastelt hier mit dieser Strecke. Mein Plan ist, dass wir diese Strecke dann auch noch ausbauen werden. Vielleicht mit Schnellzügen, die mehr machen können. Ja, es sind drei Ebenen untereinander unter dem Flughafen. Also wir werden sicher hier dann auch noch einen Schnellzug reinschicken. Ja, muss ich dann mal schauen. Ich denke, ich will schon, dass der eigentlich Zürich Hauptbahnhof noch hält. Ja. Ja, wir haben schon mal grün. Aha. Ich gehe mal hier kurz raus. Auf Pause, ich glaube, wir könnten hier noch irgendwo Wusterlander ist ja schon hier, ist schon hier drin. Wir können hier sicher noch Signale hinstellen, glaube ich. Noch zwei wenig Signale, ja, genau. Signale haben wir hier. Da muss eigentlich hier unten noch welche hinmachen. Wenn der Zug auch mal fahren kann. Sonst werden die überstehen. Das ist ja auch nicht eine allzu lange Strecke. Dann können wir sogar noch zurückfahren. Jetzt haben wir noch einen Autosave erwischt. Ja, durch das Städtchen hindurch. Ja. Der Hybridzug steht auch schon im Bahnhof drinnen. Wird wahrscheinlich jetzt gleich losdüsen. Sehen wir, wie vorne rausfährt. Hier kommt schon etwas. Ganz wegdüst. Aus. Hier kommt gleich der andere entgegen. Ja, das reicht dicke mit diesen Zügen. Drei Passagiere haben die schon mal an Bord. Das ist noch kein einziger Passagier. Stehen mal zwei. Gut. Ja. Dann unsere nächste Operation, die wir jetzt durchführen werden, ist sicher ein Schnellzug.
Frage, als können wir den bis hier unten hinschicken, zwar auf dem direkten Weg, vielleicht hier noch weiß was, da haben wir einfach sowieso noch Gleise. Ja, da haben wir noch ordentlich Gleise hier hinten. Mal schauen, ob ich hier überhaupt irgendwie noch rauskomme vernünftig. Ich würde jetzt gerne auch was Schnelles werden. Ja. Wenn wir hier rauskommen, wäre nicht mal so falsch. Die Röhre nehmen. Oh, die hängt jetzt hier am schönen Bahnhof drinnen. Ja, die hängt jetzt hier ein bisschen im Bahnhof drin. Mal bauen. Wie sieht das aus? Jo, geht eigentlich noch. Das zweite Glas hier noch mit. Vorne hin. Dann würde ich sagen, wir gehen hier an das Gleis ran. Hier auch halt unter diese Brücke durch müssen. Ja, und das Ziel ist natürlich, dass wir jetzt irgendwie nach Zürich hochkommen. So würde ich hier am liebsten irgendwie da rüber gehen. Dann hier eigentlich ziemlich gerade nach da hinten düsen. So eine relativ schnelle Strecke haben. Vernünftigerweise auf eine Brücke. Ich muss nämlich aufpassen, wie ich hier rauskomme. Ich komme hier rüber. Das gehen. Da hätten wir jetzt eine Kreuzung. So würde es gehen. Natürlich mit einer anderen Brücke. Wie sieht die aus? Die hat das Geländer. Die würde mir noch gefallen. Die ist aber mit der Rückenpfeile nicht ideal. Und die hier. So. Muss ich jetzt schauen. Ja, die Richtung würde glaube ich mal stimmen. Gleiche Brücke. Die macht aber nur 120. Die macht 160. Die macht 300. Dann nehmen wir hier all diese Brücke. Aufgepasst. Und natürlich sollte ich den Tal noch nehmen.
Visier. Schnellzugportal. Genau in diesem Bahnhofsbereich hier vorne. Diesen mal in diese Richtung, damit wir hier vielleicht außen rum kommen. Ja, wir kommen natürlich genau in den Bereich hier hinein. Gut, wir können natürlich hier rausholen, damit wir hier einen Bogen vernünftig hinkriegen. So rübergehen, so schön geschwungen. Das ist das Tunnelportal, das richtige? Nein. Jetzt haben wir das richtige, die Brücke ist die richtige. Hier oben. Kommen wir wieder raus. Die machen wir natürlich auch wieder die Röhre. Jetzt müsste ich hier mal noch schauen, wie ich da vorne rüberkomme. Hier nicht etwas zu hoch, dann geht eigentlich. Wieso hier rüber? Warum nicht? Ist die große Frage, komme ich hier rüber? Etwas zu tief. Nicht. Ja, bis dahin würde es funktionieren. Hier noch ein bisschen nach oben. Schon mit den 300. Rückenpfeiler, Kollision, so würde es gehen. Kaufen noch. Schauen, ob das mit dem zweiten Gleis auch funktioniert, so problemlos. Oh la la la. Ja, das geht problemlos. Ja, jetzt haben wir halt da wieder das Problem. Hier rüber. Lala, wird das wieder sogar gehen? Einiges bisschen. Okay, kaufen wir.
Das geht problemlos. Okay. Dann sind wir jetzt auf dieser Seite. Da gehen wir. Nein, ich muss sagen, wir gehen da hinten rum. Oder müssen wir hier einen scharfen Bogen machen? Oder wir gehen hier. Hier lang. Gehen dann hier so rüber. Oder vielleicht am besten. Hier gerade rausdüsen. Oh la la, jetzt hat das Spiel aber etwas Mühe. Hier haben wir keine Kreuzung. Nee, nicht. Aber das ist ein riesenlanges Tunnel jetzt so. Gehen wir hier nicht irgendwie raus. Da wieder auf der Brücke, da können wir nur rauskommen. Hier ran. Sind wir wenigstens mal hier. Hier geht es wieder ins Tunnel rein. Ja, wir müssen da außen rum. Es geht gar nicht anders. Das waren die 83. Das ist auch ein Tunnel. Ich will gar nicht mehr raus. Nee, jetzt hat sie hier die falsche Brücke. Nee! Ach nee, nee. Falsche Brücke. Dieses Teil brauchen wir. Gehen wir hier mal weiter. Sind wir hier. Dann müssen wir hier wieder ein wenig rauf. Dann hier wieder auf den Rücken kommen. Dann hier rüber muss. So. Ja, wir bauen noch kurz das zweite Gleis bis das nach vorne. Wo haben wir es? Das zweite Gleis. Bei Luzern. Ja, dann düsen wir hier irgendwie diese Strecke dann hier hinten durch. Dann mal schauen, ob wir hier irgendwie noch durchkommen. Wäre noch interessant, hier wieder durchzukommen. Ja, aber würde ich sagen, das schauen wir in der nächsten Folge uns an, ob das irgendwie geht. Ja, ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bis denn. Tschüss.